bla 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 bla. Okay, also wir waren beim letzten Mal, wir suchen diese Krötenschemel oder wie die Dinger heißen hier. Die Pilze. Muss man mal sagen, das sieht schon schick aus, das Spiel. Okay. Kann hier übrigens auch den Kamerawinkel etwas ändern. Müssen erstmal auf Toilette. Toilette, naja. Bumaga. Toilette, naja, Bumaga. Bumaga. Kann man sogar durchgucken. Toilette, naja, Bumaga. Nimm jetzt. Kippdealer. Smotritt, na was? Schau dich an. Oh, da ist auch noch was. Holz. Aber Holz kann man, glaube ich, immer mal beim Händler abgeben, weil das kriegt man. Findet man ja hier regelmäßig. Gucken wir erstmal um. Wir reden natürlich mit dem Mann. Kann ich. Oh, guck mal. Bild. Flaschen. Und ich will mal eben. 5? Ja, 5 ist schnell speichern. Ah, das ist, ich glaube, das ist Essen. Siali Konserve. Ja. Konserve. Konserven, das kennt man ja aus. Anscheinend können wir alles mitnehmen. Was ist das? Stalker? Stalker. Stalker, also Stalker, der das Anlehnung an das andere Spiel, ne? Stalker, das ist auch ein ganz tolles Spiel. Oh, hier sind noch Flaschen. Das nehme ich jetzt mal nicht mit, das will ich mir nur erstmal angucken. Fotografia Ramke. Wer ist Ramke? Nimm mal mit. Der Typ, der interessiert sich hier ja für nichts. Jetzt haben wir alles eingesackt. Navasmotret. Nochmal. The man in this photo looks like a hero of the Soviet Union. Sieht aus wie ein Held der Sowjetunion. Und Ramke ist, glaube ich, Rahm. Dann. Fotograf. Also Fotograf Jave Ramke. Das ist wohl im Rahmen, also ein Foto, ein eingerahmtes Foto. Das bald mal. Das sieht aus wie, darf ich nicht sagen, aber wir machen ja bei YouTube immer, das ist nicht für Kinder. Der Toadstool. Oder der Krötenschemel, oder wie die Dinger heißen jetzt, ne? Das ist ja doch, ne? Grübi, das ne? Grub, Grieb, Grieb, Griebe, das sind dann mehrere Pilze. Für mich ist das einfach nur, dass ich die ganzen Wörter und alles, was ich so weiß, ich weiß nicht viel, aber was ich weiß, das wiederhole ich jetzt hier spielenderweise sozusagen, als dass ich mich mit der Sprache beschäftige. Dritter Vami steht Poschluich. Poschluich, das weiß ich, was das ist. Müder, ne, usatig, also müder Mann in bla 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 Kostüm, also Kostüm, Sport, irgendwas mit Sport, ein Sportkostüm, wahrscheinlich seine Jacke hier. Er Galufu. Vergessen schon wieder als Hauptboy. Krajet Ploskaya Kepka. Übersetzen mal. Sentiment. Achso, Mustache. Das ist wahrscheinlich der Schnurrbart, ja?
Ein fremder Tracksuit. Flache Kappe. Kepka. Kappe. Kepka. Atschki? Ja, hier. Atschki, Spectacles, also Brille, Atschki. Starenkir. Das sind alte Gläser, alte Brille. Als er dich sieht, privile was? Ja, whatever. Welcome, also mit dem Handschütteln begrüßt er dich. Здорово. Что покусали тебя чудище по дороге? Дорогие, Jawohl, hier. Vor Drogie. Auf dem Weg. So war. Danke, ich muss noch ein paar bekämpfen. Ich muss noch ein paar bekämpfen. Ich weiß nicht, ob ich kämpfen lernen will. Solche Wörter. Frisch los. Weiß ich auch nicht. Вова, одному ходить сейчас опасно. Деревня, считай, в осаде. Одно хорошо, они не очень агрессивные сами по себе. Специально не нападают. А то мне одному здесь не сладко бы пришлось. Все эти здоровенные пауки, муравьи, крысы. БРРР, у них прям симбиоз какой-то. Еще чуть-чуть и партию свою создадут. Also hier sagt er eigentlich brr, aber das spricht dann brr, ne? Also es ist natürlich automatisiert. Das ist einfach brr. So. Bobo. Also siehst du, er ist, es ist gefährlich hier, das sind Monster überall um das Dorf herum. Das ist immer unter Belagerung. Aber eins ist nett, die greifen normalerweise nicht von selbst an, also du musst schon hinlaufen. Ansonsten hätte ich es hier sehr schwer. Alle diese Spinnen, Ameisen und Ratten, ist dann brr. Mal gucken. Pauki, Spinnen, Murawi, das sind Ameisen. Krüssi, was war das? Ratten. Krüssi. Chrissy. Brr. Okay. Okay, da. Ist noch ein paar Jahre und die gründen eine politische Party, die ganzen Monster hier umherum. Okay. Sagt er jetzt? Nix. Da. Usmechatja. Das ist das Lachen. Einfach keine Ahnung, viele lange Worte. Dich. To you, also Kwam. Guck dich wieder an, also er lacht und dann schaut er dich wieder an. Bricht in Lachen aus sozusagen. В любом случае, видишь, у меня тут костерок разожжен. Если у тебя есть консервы или чаю какой, то милости прошу к нашему шалашу. Можешь разогреть себе чего? Используй мой котелок, если понадобится. Ну или просто погрейся, отдохни. Was siehst du, ich habe das Feuer an. Falls du irgendwelche Dosen hast, also Dosen essen oder Tee, dann bist du eingeladen, das hier zu kochen. Benutze meinen Pott, wenn du möchtest. Oder bleib einfach hier sitzen und werd warm. So. Кстати, насчет отдыха. Слушай, если у тебя вдруг игральные кости завалялись, то мы могли бы сыграть партийку другую на деньги. А то я свои подевал куда-то и теперь не могу найти. Я человек не бог весть какой азартный, но это хоть какое-то развлечение в наших краях. Ja, Otuchai, das ist Ausruhen oder Relaxation, ne? Sprechen wir über Ausruhen. Hört zu, Slichai.
Wenn, nee, also wenn, if, ne? Wenn du Badur, das weiß ich nicht, Kosti, was war Kosti nochmal? Das wusste ich auch schon mal. Wenn du vielleicht ein paar Würfel bei dir hast, sagt er hier. Das ist wahrscheinlich das hier. Mogli. Da sag ich ja nichts von Igrat. Irgendwas. Naja. Das ist wahrscheinlich ein Druguyuna Dengi. Geld, um Geld. Um Geld. Also will er um Geld spielen mit dir. Und so weiter und so weiter. er sagt ja, also für den Wahl, Teams have lost a pair. Also er meint, er hat seine Würfel verloren. Ich bin kein großer Spieler, aber ich glaube, es macht Spaß. Es macht mir Spaß. So. Sondern, okay, lass mal spielen. А как мы без костей-то сыграем? Я же говорю, у меня своих нет. Wie können wir ohne Würfel spielen? I don't have my own. Rumänien ist für mich nicht. Ich sage dir, ja, ich sage, oder ich sage, shit, das weiß ich nicht mehr, was shit ist. Ich vergessen. Also, Sigrayim, das ist wahrscheinlich das Spielen. Sigrayim. Igrat, das ist normalerweise ein Spiel. Dann frage ich mal besser ein paar Fragen. So. Er nickt dir zu, verschränkt die Arme auf seiner Brust und wartet auf deine Frage. Wie geht's dir hier? Irgendwie so. Wie ist Leben? Pushiwaiish. Wie lebt man hier so? Wie lebst du hier? С грехом пополам. Только приноровился жить в одиночку. Скотину завел. Так бандиты стали сюда наведываться. Пришлось как-то приспосабливаться. И вот только я к их поборам привык, как к нам с юга всякие чудища мигрировали. Осы гигантские, пауки, муравьи. Я даже не думал, что такие бывают. В общем, не приходится скучать на старости лет. Also, könnte schlimmer sein. Ich habe jetzt kürzlich herausgefunden, was es bedeutet, alleine zu leben. Ich habe mir ein Schaf gekauft. Aber was weißt du schon? Banditen haben dann diesen Platz hier immer überfallen. Aber ich habe irgendwie damit geregelt, ich habe mich damit arrangiert. Aber sobald diese Banditen Überfälle aufgehört hatten, haben sich hier Monster breit gemacht. Große Wespen, riesige Ameisen, Spinnen von allen Sorten. Ich wusste noch nicht mal, dass solche Biester überhaupt existieren. Aber wenigstens ist es nicht langweilig. Oh mein Gott. Okay, noch eine Frage. Asgagio себе, erzähl mir über dich selbst. Да что там рассказывать? До бомбы я был, не поверишь, пилотом гражданской авиации. В частности, летал на вертолете. В горах было много поселков, до которых трудно было добраться на машине. Вот я и возил им лекарства, всякие продукты. Интересно, что с этими людьми сейчас стало? Надеюсь, что все у них в порядке. Okay, also vor den Bomben, ne? Do Bombe, ja Bühl, nie Poberisch, weiß ich nicht. War ich nicht vor den Bomben, war ich nicht.
Pilotom, das ist wahrscheinlich Pilot. Grajdanskoj. Aviaci. Das ist wahrscheinlich ein Helikopter, ne? Was er hier sagt. Sein Helikopterpilot war. Vechasnosti, letal, fliegen nach. Wäre Tolote, wo der das ist. Ich glaube, Gora, das ist der Berg. Im Berg waren viele Post. Das weiß ich nicht. Im Berg waren viele. Okay, Settlements. Also hier, Niederlassung im Berg. Posselkov. Okay. Aber, nee, bis. So, I delivered food with medicine for. Also er hat da Essen und Medizin angeliefert mit dem Helikopter. Er weiß nicht mal, wie es denen jetzt geht. Er hofft, dass alles okay ist bei den Dörfern da. Interessant, Interesno. Bla bla bla. Sichastalo. Naja. Okay. Noch eine Frage. Was gibt's Neues im Dorf? Sto Novogo. Sto Novogo v Derevne. Да я и не знаю. У меня тут автономия. Если приболею, то хожу к доктору Микояну в деревню. Иногда воду у них беру. Но в основном живу сам по себе. Мне так комфортней. Кому постоянно компания нужна, а кто и в одиночестве не скучает. Вот я как раз из последних. Okay. Ich lebe hier unabhängig. Ich lese mal das CFF erst. Wenn ich krank werde, besuche ich den Doktor, den Fratsch. Also, Fratsch ist hier Fratsch. Ja, nein, ist kein Fratsch. Keine Ahnung. So, Esli, wenn, ne? Zu gehen, ja, zu Doktor Mikoyano im Dorf. So, sometimes I get water from the folks. Inakta vodu unich bigu. Das. Also manchmal bekomme ich Wasser von den Leuten, aber die meiste Zeit lebe ich alleine. Ist das angenehmer für mich so? Einige mögen ständig Begleitung, aber andere mögen eben lieber alleine sein. Ich bin der Letzte. Okay. Noch eine Frage? Kakne Slishne Sluchi. Kaknes, Slüchi. Also das waren die Gerüchte, ne? Gerüchte gehört, irgendwelche Gerüchte gehört. Слышал, что какой-то искатель приключений зарыл в окрестностях схрон. Вроде как после этого его то ли пристрелили, то ли волки загрызли. А схрон остался нетронутый. Я бы сходил, поискал, да ленюсь все. Но если у тебя есть время, то можешь попытать удачу. Also das wahrscheinlich diesen Keller, den wir gefunden haben. Ich habe von irgendeinem Abenteurer gehört, hat sich hier was seine Sachen versteckt, seinen Stash angelegt. Anschließend wurde er erschossen und von Wölfen gegessen. Aber sein Lager müsste noch hier sein. Ich würde gerne gehen und danach suchen, aber ich bin zu faul. So, you're welcome to try your luck. Also, du bist eingeladen, doch danach zu suchen. Mir macht's nicht aus. Nichts aus. Ich fliege immer nur so rüber, guck mal, ob ich irgendwas rausfinde. Dann wird's wieder, aber wenn du Zeit hast, nur Esli u Tebia Jesvremia. Tomosic
Propitat. Propitat udachu. Okay. Ah, I see. Nächstes Mal. So, das war's. Das war's einfach. Japochali. Japochalui. Japochalui. Poidu. Poidu. Okay, gut, dann wollen wir mal. Wie sieht's denn aus mit unserem Essen? Das war das hier, ne? Gulot, Gulot nicht. Das ist hungrig. Also Hunger. Gulot. Ede, Ede. Effekte e Smert. Smert. Könnte, also Moschet, Büsfat, Negativni, Negativni, Effekte i Smert. Also könnte negative Effekte und irgendwas anderes auslösen, wenn man nicht isst. Mal gucken, was er sagt hier. Der, also the need for food. Hoher, also großer Hunger, unbehandelter großer Hunger über eine längere Zeit könnte negative Effekte und den Tod bewirken. Jetzt wissen wir auch, was Smert ist. Smert ist der Tod. Also wir haben wohl, wir hatten uns jedenfalls eine Konserve bekommen und wir haben jetzt 700. Nicht toxisch, ganz wenig. Radiatia. Otravlenje. Otravlenje. Poison. Otravlenje. Alles diese nützlichen Wörter, die ich hier lerne. Im allgemeinen Sprachgebrauch natürlich. Gift. Tod. Kämpfen. Krieg. Gegner. Magst du ein Holzgewehr haben? Also wir haben noch 700 von 1500. Ich habe nur eine Konserve. Da habe ich wieder so eine Ratte. Ich will auf jeden Fall erstmal weiter gucken. Wir haben eigentlich keinen Schaden, glaube ich. Noch nicht einmal, nicht eine Ratte hatte uns getroffen. Und dann sind wir okay. Ich speichere mal eben kurz nochmal, zwischenspeichern. Oh shit. Die Ratte. Mal angucken. Ich weiß nicht, ob da irgendwie positionsabhängige Vorteile gibt, wenn man die anguckt. Gut. Nachher. Okay. Machen wir jedenfalls gezielt. Ach, jetzt habe ich ungezielt. Ich bin ein Idiot. Jetzt müssen wir mal. 69. Jawohl. Panen. Rannen. Rannen. Ich bin jetzt verletzt. Ja. Zwei Schritte schon. Die lebt immer noch. Da kommt schon die nächste. Get this down. Lass noch die andere mal rankommen. Boah, Eintritt. Oh, ein kritischer. Nix. Nix. Ja, alles Erfahrung. Da ist auch so wieder so ein Krötenschemel. Machen wir da nochmal. Wie viele wir denn wollen? Oh, Wespe. Nein. Ich bleibe auf jeden Fall auf Kick. Das war sehr gut mit der Wespe. War ein Tritt und die war vom Himmel geholt. Also ich weiß nicht, wie normalerweise in diesen Spielen ist das so, dass die Berechnung geht, wenn du jetzt noch Aktionspunkte hast, dann kannst du besser ausweichen, als wenn du dich voll auf Null runter. Deswegen will ich nicht auf den Gegner zulaufen, ich lasse den Gegner rankommen. Ja, und verschwende hier nicht meine Aktionspunkte. Perfekt.
irgendwie Angst vor, dass sie hier Gift kriegen. Wir haben zweimal getroffen, die müssen wir. Pri Smerti. Smert war der Tod. Also kurz Pri ist eigentlich so vorm Tod. Am Sterben, also kurz vorm Tod. So. Wir sind echt gute Treter, muss ich mal sagen. Echt gut. Oh, was haben wir hier? Oh, ganz viel. Kleine Verstecke. Ach, Metallonom. Das ist einfach nur Metall, scheint. Metallonom. Muss mal sehen, ob die Sachen überhaupt respawnen in dem Spiel oder ob das hier eine begrenzte Anzahl an Rohstoffen gibt. Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Aber im Grunde, ich meine, das Spiel wird ja jetzt nicht so sein, dass da im ganzen Spiel gibt es nur einmal Metall und das war's dann. Ist noch der Posten an der anderen Seite. Können wir hier mal eben. Oh, das machen wir nachher. Die sprechen wir bestimmt noch. Ich will erstmal jetzt eine Quest hier, das mit den Kröten. Da müssen wir schon einmal ums ganze Dorf rum. Oh. Spinne. Und Wespe. Kacke. Wir bleiben mal bei der. Das sind zwei Aktionspunkte. Gut, jetzt haben wir die schon mal verletzt. Ich glaube, die Spinne ist gefährlicher. Ah, nicht getroffen. Gut, Spinne weg. Sauer. Ich glaube, die ist gelähmt. Auch gut mit den Tritten, dass man die leben kann. Guck, wie die sich in der Luft hält, wenn sie gelähmt ist. Kacken sie eine Runde mal. 91%. Sauer. Nix. Nix. Und ich drücke mal die Alt-Taste, um zu sehen, ob irgendwas aufleuchtet. Oh, guck, wir sitzen da. Da ist ja ein Krötenschema. Nein! Oh, was? Wo? Idiot. Ach, da. Hier. Tritt. Jawohl. Also es scheint, dass wir automatisch irgendwie bessere Werte kriegen hier. Wir treten immer besser die Typen ein. Die haben wir noch nicht gesehen hier, den Typen, also der Mann, der da sitzt. Das ist immer interessant. Sagt er, das habe ich. Sehr gut, wenn der Text hier reingeschrieben wird, weil das so schnell verschwindet. Oh, was haben wir hier noch? Zack, Etasche. Schon, schon, schon. Keine Ahnung. Probo. Und Krit. Ich versuche es zu öffnen. Versuche es zu öffnen. Irgendwas. Ach, das ist wahrscheinlich abgeschlossen oder so. Doch, hier, ja, nee. Nee, Sakone. Sakunchen. Sakunchen. Oputa. Oputa ist Erfahrung. Also, wir haben irgendwie 25 Erfahrung bekommen. Dafür, dass wir das aufgemacht haben. Also, einfach nur Linksklick scheint auch einen Versuch zu machen, die Schlösser zu knacken. So, Konserve. Butilka.
Das ist die Flasche. Makulatura, das sind alte Zeitschriften. Chai. Tee. Tee. Das ist Tee. Genau. Chai. Tee gefunden. Gut. Hier ist Ende. Ende der Welt. Ins Wasser können wir nicht. Gut, dann reden wir mal mit dem Angler. Oder machen wir das in der nächsten Folge? Wir können ja wahrscheinlich selber angeln. Ja. Okay, gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Bis dann, tschüss.